Mein Name ist Kai Litterhaus. Ich bin Bereichsleiter bei der Firma Kreuzer für Vertrieb und Technik. Wir gehören zur VDF Federn-Gruppe und wir beschäftigen uns mit Standsbiegeteilen. Ja, guten Tag. Mein Name ist Martin Vogtland. Ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter der VDF Federn-Gruppe. Wir sind eine Gruppe aus mittelständischen Firmen im Bereich technischer Federn und Standsbiegeteile. Der Holocircle ist ein Blickfänger auf der Messe. Also viele Kunden oder Interessenten bleiben erstmal stehen, gucken sich den Holocircle an und bietet uns natürlich dann eine Chance, ins Gespräch zu kommen und dann auch wirklich auf die Teile zu gehen. Also man kann ja die Teile auch auf dem Holocircle sehen, aber so ist oft der Anfang eines Gespräches. Ja, ein sehr interessantes Beispiel unserer Baugrundfertigung ist dieses Teil. Sie sehen dort innen drin eine Druckfeder, zwei Standsteile, eine Schraube, die wir zukaufen. Und durch unsere flexible Montage haben wir die Möglichkeit, hier eine Bauteil zu fertigen, was im Grunde genommen alles aus einer Hand stammt. Sie sehen das hier auch nochmal auf dem Holocircle dargestellt, was eigentlich eine sehr ansprechende Animation ist und nochmal deutlich jedem auf der Messe direkt zeigt, wie komplex dieses Bauteil ist. Und ja, und welche Gedanken wir uns dazu gemacht haben. Also Holocircle ist auf jeden Fall ein Wow-Effekt. Die Kunden bleiben stehen, gucken sich den an und dann kommt man halt erst ins Gespräch mit den Artikeln. Also es ist oft so, dass das wirklich so der erste Blickfang ist auf der Messe. Ja, der Holocircle bietet die Möglichkeit, dass man die Produkte einzeln darstellt, aber dann auch, wie sie zusammengefügt werden. Und man kann ja durch die Dreidimensionalität, die Darstellung, man hat die Möglichkeit, in jeden Winkel zu schauen. Und das ist natürlich ganz schön. Man kann es wiederholen, langsamer stellen, andere Farben wählen. Wir empfinden, wir haben hier ein tolles Produkt dazu bekommen. Normal ist es ja so, dass die Leute langsam am Stand vorbeigehen, aber hier wird eigentlich jeder neugierig. Ob er danach Federn kauft, das kann ich nicht versprechen, aber zumindest haben wir ein bisschen Traffic oder ein bisschen ist was los auf dem Stand. Also im Vergleich zum normalen Display ist das natürlich was ganz anderes. Es ist nicht so oft auf der Messe, also viele haben Displays, dass sie Videos zeigen. Unser Holocircle ist halt was anderes, also wirklich eine Unique Selling Point, sage ich mal so. Wir nutzen den Holocircle bei uns bei den Meetings, in Besprechungsräumen, einfach um unsere Kompetenz an der Stelle zu zeigen und um auch auf die Produkte noch detaillierter eingehen zu können. Es ist wie auf der Messe natürlich auch so ein gewisser Wow-Effekt dabei, aber auch eindeutig auch mit Mehrwert. Also wir werden den Holocircle auf jeden Fall auf den weiteren Messen verwenden, werden ihn auch wahrscheinlich im Unternehmen ausstellen und dann auch, ich kann es nur weiterempfehlen, anderen Interessenten den zu verwenden, weil es halt eine super Sache ist und man dadurch mit den Kunden ins Gespräch kommt. Ja, der Holocircle ist ein Produkt, den werde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Das ist einfach unabhängig auch vom Messen ein ganz tolles Instrument. Sie sehen es ja hier auf dem Stand der Expertise. Wir sind alle aktiv geworden und das werden wir auch so weiter tun. Und vielleicht ergeben sich in Zukunft noch ganz andere Einsatzmöglichkeiten dafür. Also wir finden das Produkt ganz toll.